Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du Servos programmieren kannst mit dem Microbit. Zuerst musst du wissen, dass es zwei verschiedene Servos gibt. Es gibt zum einen diesen Servo da, das ist so ein 180 Grad Servo, das heißt, er kann nur 180 Grad drehen. Das bedeutet von hier auf diese Seite rüber. Und wir haben noch einen anderen Servo, diesen 360 Grad Servo, auch angeschrieben mit diesem Continuous Servo. Der kann einfach ringsherum drehen. Wie, das siehst du hier, ich habe das mal programmiert. Jetzt dreht er in die eine Richtung. Ich kann ihn auch in die andere Richtung drehen lassen. Und da kann ich auch zum Beispiel die Geschwindigkeit einstellen. Da habe ich ihn jetzt ganz langsam programmiert. Und dann kann ich ihn natürlich auch stoppen. Und wie du das machst, das zeige ich dir jetzt. Folgendes Material brauchst du. Den Microbit. Einen Growth Shield, dann ein Verbindungskabel, das auf der einen Seite diesen Growth-Anschluss hat und auf der anderen Seite diese Jumper-Stecker und dann natürlich noch einen Servo, entweder diesen 180 Grad Servo oder diesen 360 Grad Servo. Zum Anschließen, wie gewohnt, kommt der Microbit in den Growth Shield hinein und dann verbinden wir den Growth Stecker mit dem P0. Und als erstes verbinde ich mal den 180 Grad Servo. Beim 180 Grad Servo hast du drei Kabel. Meistens sind sie braun, rot und orange oder gelb. Das braune ist das Minuskabel, das rote ist das Pluskabel und das orange ist das Datenkabel. Und wenn wir jetzt auf unserem Growth Shield schauen, dann sehen wir, dass wenn wir den an P0 programmieren wollen, dass der P0 hier der gelbe Draht ist. Kann man noch drehen, kann man es besser lesen. So. Also müssen wir den gelben Draht mit dem orangen verbinden. Wir haben ja hier vier Stecker dran. Das bedeutet, schwarz ist Minus, das kommt zum braunen Draht. Dann haben wir Rot ist Plus, das ist auch beim Servo rotes Kabel. Das kommt dann hier eingesteckt. Und eben das Gelbe, das wir am P0 haben, stecken wir am Orangen ein. Und das sieht dann so aus. Beim 360 Grad Servo ist es übrigens genau gleich. Da hast du auch braun minus, rot plus, orange ist das Datenkabel. Und wie du das jetzt programmierst, das zeige ich dir in der MakeCode-Umgebung. Hier in der MakeCode-Umgebung kannst du jetzt deinen Servo programmieren. Grundsätzlich ist er unter den Pins angesiedelt. Hier finden wir den Servo und mit dem entsprechenden Befehl. Jetzt als Beispiel nehmen wir mal Eingabe,
Wenn Knopf angeklickt, dann nehmen wir einen Wenn-Knopf. B geklickt und wir haben noch das Logo. So. Wichtig zu wissen ist Folgendes. Wenn ich da mit dem Händchen über den Block fahre, wird mir das angezeigt. Bei einem 180 Grad Servo kann ich jetzt hier wirklich die Grad einstellen und der reagiert auch genau entsprechend darauf. Wenn ich aber einen 360 Grad Servo habe, dann bedeutet eben 0 Grad. Wenn ich 0 Grad eintippe, dreht der mit voller Geschwindigkeit in eine Richtung. Wenn ich 180 Grad eintippe, dreht der mit voller Geschwindigkeit in die andere Richtung und 90 Grad steht er still. Das sind einfach zwei verschiedene Verhaltensweisen für die zwei unterschiedlichen Servos. Das bedeutet, wenn ich einen 180 Grad Servo programmiere, kann ich wirklich hier auf die Grad gehen und sonst bedeutet das einfach Geschwindigkeit und nicht Grad, weil der dreht dann einfach kontinuierlich. Also könnte ich jetzt hier sagen, ich kopiere das, füge das hier ein, so, und sage jetzt hier zum Beispiel 0 Grad ist, wieder zurück. Und was ich noch machen könnte, wäre, hier 90 Grad einzugeben, dann hat er wie drei Positionen. Und wenn ich jetzt das auf meinen Servo lade, dann sieht das am Servo folgendermaßen aus. Wenn ich also Knopf A drücke, geht er auf 180 Grad. Wenn ich Knopf B drücke, geht er auf 0 Grad und wenn ich hier das Logo berühre, geht er auf 90 Grad. Das mit dem 180 Grad Servo. Wenn ich jetzt aber umstecke und den 360 Grad Servo anschließe, dann habe ich ja gesagt, dass eben 0 Grad drehen in eine Richtung bedeutet, 180 Grad drehen in die andere Richtung und 90 Grad bedeutet Stopp. Eine, andere, Stopp. Ich kann mit Erweiterungen diesen 360-Grad-Servo noch ein bisschen genauer steuern. Ich kann ihm nämlich sagen, wie schnell er drehen soll. Und das zeige ich dir jetzt wieder am Computer. Um das umzusetzen, brauche ich eben, wie gesagt, eine Erweiterung. Ich klicke da auf Erweiterung und suche nach Servo. Dann habe ich hier diese Bibliothek, die kann ich mit Klicken, wird die hinzugefügt und du siehst jetzt hier schon, erscheint ein Menüpunkt Servos und da ist jetzt gerade speziell drunter 360 Grad Servos. Ich kann das nehmen und hier jetzt ersetze ich diese Befehle, die wir vorher hatten. Nehmen die mal raus. So. Den kopiere ich mir wieder und füge den hier ein. Und jetzt soll er mit minus 50% laufen. Also die Prozent beziehen sich jetzt auf die Geschwindigkeit des Servos. Und
hier bei dem kann ich sagen, stoppe Servo. Bewegt eigentlich genau das Gleiche, einfach jetzt noch mit der Geschwindigkeit. Das heißt, ich kann jetzt hier beispielsweise sagen, laufe mit 100% in die eine Richtung und in die andere Richtung will ich nicht 100%, sondern soll nur langsam drehen. Und dann nehme ich jetzt zum Beispiel 5%. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn du tiefer als 5% gehst, dass er dann gar nicht mehr läuft. Also passt da ein bisschen auf, geh nicht zu tief mit dieser Zahl und dann sollte es funktionieren. Wir laden es auf unserem Microbit und testen es gleich mal aus. Wir drücken die Taste A, dann sollte er mit voller Geschwindigkeit in eine Richtung drehen, Taste B mit 5% in die andere Richtung. Seht ihr schon, das ist viel langsamer. Und hier beim Logo stoppt er den Servo. Das funktioniert aber wirklich nur mit dem 360-Grad-Servo. Das war's eigentlich schon. Weiterhin viel Spaß beim Maken. Thank you.